passe hier gut auf das Ei auf. Das müsste aber auch gleich soweit sein, wie ihr seht. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei ARK und wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich stehe immer noch hier in unserer Taming-Hütte, da wo ich Ende der letzten Folge auch stand. Ihr seht ja auch, unsere Birds stehen immer noch hier. So, hier können wir jetzt mal aufmachen. Oh, es blendet halt überall. Ich muss mir da echt mal... So, und wir haben aus der letzten Folge, ich habe noch die ganze Farbe einstecken, haben wir hier ein Fertilized Terror Bird Egg. Das hatten wir ja, Und, so, stell mich mal hier rein und dann droppen wir das mal in unsere also in unsere echt krass gedingenste Ecke. Warum? Jetzt habe ich schon wieder diesen... Ah, ich hasse diesen Bug. Moment. Ich bin so ein Depp. So, das Ei incubated. Ich bin mal sehr gespannt. Bin mal echt sehr gespannt. Die beiden Terrorbirds kann ich jetzt, glaube ich, aber erstmal rausbringen. So, stellen wir mal hier hinten wieder hin. Hier direkt neben Eggbait. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Eier so von denen. Apropos, ich muss gleich mal gucken. Vielleicht haben ja die Raptoren nochmal ein paar Eier gelegt. Ich werde jetzt hier natürlich ein bisschen Zeit schinden. Also wundert euch nicht, weil... Och, der hat ja schon wieder ein Level up. 200 Weight. Ja, ich hoffe, das reicht. So. Dann stellen wir die mal hier hin. Ich muss mir echt nochmal... Also ich muss hier auf jeden Fall nochmal was bauen, um die ganzen... Dinos. Hallo? Achso, das sind die. Die drücken mich immer mit ihren... Hier. Ich wollte jetzt nicht Schwänzen sagen, aber es sind ja Schwänze. Die drücken einen da irgendwie immer mit weg. Das nervt total, aber naja, kann man halt nichts machen. So, wie ihr merkt, ich habe auch Eggbait mal darüber gestellt tatsächlich, weil hier, wir haben mittlerweile relativ viele T-Rex-Eier, wir haben mittlerweile relativ viele Pteranodon-Eier und ich habe mir gedacht, so ein paar Raptor-Eier bräuchten wir vielleicht auch nochmal, um dann mal wirklich effektiv Kibbel herstellen zu können. So, ich guck mal kurz. Okay, das dauert echt noch ein ganzes Weilchen. Was machen wir denn jetzt noch so lange? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt? Bin überfragt. Ich nehme mir mal... Ich schnapp mir mal ganz kurz den da. Im Übrigen, ich will... egal wie, ich will trotzdem nochmal hier einen zweiten. Quetz. Weil wir haben jetzt momentan nur einen... So, wir nehmen das und das und das. Kann ich die... Oh Gott, ich glaube, das ist zu viel. Machen wir in Einzelschritten. So. Oh, jetzt habe ich irgendwie Probleme mit dem Hals. Er kratzt wieder total. Oh Gott, ich hoffe, das war nicht... Das war zu viel. Nein, das war zu viel. Ich dachte gerade, ich hätte die falsche Taste gedrückt. So, machen wir das halt schnell. So, zack. Ja, komm schon. So, die Farbe und so muss ich auch noch wieder wegbringen. Aber ich muss jetzt halt einfach in der Zwischenzeit irgendwie die Zeit totschlagen. Ich kann halt jetzt auch nicht wirklich weg hier. Was, das ist leer? Was ist mit der? Achso, Moment, die können wir ausmachen. Am liebsten würde ich halt echt irgendwie noch Metallfarmen gehen, weil wie ihr seht, wir haben fast gar keins mehr. Aber das muss ich dann wohl mal zwischendurch machen. So, wir füllen mal die Stacks auf. Nein, 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 so. Ah, es regnet? Oh, schade. Wo sind meine ganzen Töne hin? Ich habe gerade was gegessen. So, ganz kurze Kontrolle beim Eimer natürlich wieder. Was macht das? Och, wir haben noch Zeit. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall hier mal das Zeug wegbringen. So.
So, und eigentlich, ich muss unbedingt leveln. Ich muss, das war übrigens gerade der Quetz, aber ich muss leveln. Weil ich bin jetzt bei, was? 79 und ich will endlich auf 80 kommen, damit wir hier unten das Ding freigeschaltet. Also ihr seht ja, was alles mit hier bis dahin geht, bis Level 80. Und ich will die Teile haben, die Gucker. Sind das die? Ja, das sind die Gucker. Ich will die, ich glaube, Quetz-Plattform oder so. Ich weiß nicht, welcher von den beiden das ist. Gut, hier 85, die brauche ich halt, die brauchen wir halt echt irgendwann auch nochmal, die Forge. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also nochmal 5 Level dauert echt ewig. So, dann machen wir das mal so. Die tun wir mal. Ich hoffe. So. Die können auch da rein. Vielleicht nochmal beim Ei kontrollieren. Nicht, dass. Weil ich, mir ist das schon mal passiert, habe ich nicht aufgepasst, dann war es weg. Oh, das Ding ist voll. Was machen wir denn jetzt? Verdammt! Her Chest Piece. Was machen wir denn jetzt? Dino Glasses Skin, Beelzebufo Sattel. Irgendwie gerade blöd. Ach, hier ist auch total voll. Hier sind... Ach Gott, das kann ich eigentlich alles mal... Ja, der kann weg. Den brauche ich doch gar nicht mehr. Die, okay, die Apprentice Crossbow behalte ich mal. Ich tue mal die Gilly-Sachen da rein. In meine... achso, das nicht. Hier... Warum? Moment. Warum habe ich eigentlich nur ein Primitive Hype? Wo ist denn mein... Nee. Hä? Warte mal, der hat 45, 15, der hat 38, okay, der ist schlechter. Ich hatte doch... Irgendwie fehlen mir Sachen. Ich hatte immer einen Kopfteil mit dem Hutskin drauf, der ist irgendwie weg. So, was macht unser Ei? Okay, wir haben noch Zeit. Also, ihr merkt schon, die Folge wird wenig geschnitten. Dann suche ich mir mal hier gerade so ein bisschen Klamotten zusammen. Das Journeyman Hideshirt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier noch so an Rüstung... Also ich will wirklich Rüstung haben. Ich brauche noch Head und Legs. Okay. Head und Legs. Was haben die eigentlich? 72... die haben 10 minus 6. Moment, 10? Nee, dann nehme ich die nicht. Nee, das sowieso nicht. Wir haben so viele Skins und so. Das ist auch nur Primitive, schade. Wir haben halt echt so viel Kram. Das ist immer noch von dem Winter Wonderland Event. Weil dieser Banco, wie eine Wahnsinnige, und das muss man ihr echt zugute halten, hier Zeug gefarmt hat. Also diese Supply Crates von dem... Hier, wie heißt er denn? Naja, wisst ihr schon. Weihnachtsmann. So, ich brauche immer noch Hosen. Verdammt, warum sind hier keine vernünftigen Hosen? Hier sind echt keine vernünftigen Hosen. Was ist denn hier los? Ich habe nur Primitive Hide-Klamotten? Naja, gut. Ich glaube... ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Ich weiß jetzt, wer die Sachen hat. So, was nehmen wir denn? Ich nehme mal so einen Skin. Den habe ich schon lange nicht mehr an. So, wie sehen wir aus? Ja, hübsch, hübsch. Na, eigentlich gar nicht, aber... Kann ich eigentlich hier? Ah. Ich bin dreist. Also, auch wenn es jetzt einen Videobeweis gibt. Also, ich wollte kurz gucken, was macht das Ei. Ah, okay. Noch nicht mal Hälfte. So. Ich glaube, ich weiß, gestern hat ein Kumpel von mir hier auf dem Server angefangen zu spielen und ich glaube, ich habe ihm meine Klamotten gegeben, anstatt die ich für ihn eingepackt habe. Wir kontrollieren das mal. Nee. 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 Okay. Dann doch nicht. Ich habe nichts gesagt. So.
Ich bin übrigens die ganze Zeit am Überlegen, ob ich vielleicht mal ein, zwei Mods hier auf dem Server installiere, weil es gibt da schon echt mittlerweile coole Sachen. Ich habe aber noch so ein bisschen Skrupel davor, weil ich glaube, ich habe das Problem, die sind nicht wirklich updatebar. Also ich müsste das immer manuell nachziehen. Aber... So, dann machen wir Farben. Zack, 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 das kommt wieder hier rein. Ich brauche unbedingt dann mal bessere Klamotten. Muss ich mal gucken, wo ich die herkriege. So, du hast nichts mehr dabei, ne, Junge? Ach, der hat noch so ein Ramshackle Clothes Shirt, okay. So. Den bringen wir mal hier runter. Also, ja, falls euch das nervt, ihr könnt natürlich auch gerne mal vorspulen oder sowas. Ich zwinge euch ja nicht alles zu gucken. Aber wir haben so viele Plant Species X Seeds. Ich glaube, irgendwas müsste man damit auch mal machen. Ich guck nochmal hier durch, aber wir haben... Ghillie-Suits haben wir halt irgendwie jede Menge. Aber ich will jetzt eigentlich keinen Ghillie-Suit tragen, weil der... 20 minus 11 und das hat 40 minus 11. 108... 100... Achso, Armor muss ich ja gucken. Okay, schade. Schade, ist echt schade. Moment, haben wir vielleicht irgendwelche... Kann ich hier nach... Pants suchen? Moment, 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 war das ein... Ach, das ist ein Parazer, schade. Die heißen doch Pants, oder? Ja. Da hätten wir... Chitin-Leggings. Ah, Leggings, Leggings, okay. Na super. 68, 16, 22. Die könnte ich mir eigentlich mal bauen. Die Ramshackle Ghillie. Ich müsste aber erstmal Pinguine töten gehen. So, wir gucken nochmal nach dem Ei. Och, Hälfte. Naja, gut, Freunde. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt werde ich hier mal eine kleine Pause einlegen. Und wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn das Ding fertig ist, weil das dauert jetzt doch zu lange und dann wäre die Folge ja schon zu Ende. Also, Freunde, wir warten hier einfach mal kurz. Also, ich warte hier kurz. Ihr müsst Gott sei Dank nicht warten. Wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn das Ei dann soweit ist. So, Freunde, ich bin wieder da. Ich passe hier gut auf das Ei auf. Das müsste aber auch gleich soweit sein, wie ihr seht. Ist nur noch ein Millimeter. Ich würde fast sagen, das ist, jetzt ist nur noch gar kein Pixel mehr. Komm. Schlüpf, du Kleiner. Oh, wie süß. Imprint on Baby Terrorbird. So, nennen wir den denn jetzt? Elmo und Bibo. Elbo. So, wir müssen ihm jetzt natürlich direkt hier mal ein bisschen was zu futtern geben, dass der Kleine auch ja überlebt. 158, alter Schwede, das ist krass. Der ist, glaube ich, nicht schlecht. So, das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Ich gehe mal ein bisschen zurück, der sollte mir eigentlich folgen. Komm, kleiner Mann. Jetzt. Ich will den nicht da so ganz in der Ecke stehen haben. So. Oh, ich hab... So, ich hoffe, der ist nicht ganz so... Also, ich hab... Ja, hab ich das erzählt? Ich hab mal versucht, Kompis zu zähmen. Nee, hab ich, glaube ich, nicht erzählt. Hier, deswegen standen Kevin und Jessica hier drin. Das war äußerst nervig, weil... Der hatte selbst nach einer Stunde... immer noch 0,4 Weight und hat gefressen wie ein Großer. Ja. Bei dem scheint es ja zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Also Maturation dauert hier auch relativ lange, obwohl ich auch da die Rates hochgeschraubt habe. Ja, aber zumindest man sieht schon mal was. Es ist schon mal ein bisschen was passiert. So. Maturation ist halt so, ganz ehrlich, es ist halt das anstrengendste überhaupt in dem Spiel. Warum folgt der mir eigentlich immer noch?
Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Naja, okay. Ist halt das Anstrengendste, finde ich, überhaupt, weil du musst ständig dabei sein, wie du siehst, wie du siehst, ist ja egal. Man muss den halt immer nachfüttern. Das ist super anstrengend, aber bei dem ist ganz gut. Ich merke schon, also bei dem geht wenigstens das Gewicht hoch. Das heißt, irgendwann kann ich dem halt immer mehr Fleisch geben. Das war bei dem Kompi gar nicht. Dem konnte ich die ganze Zeit nur 4 Fleisch geben. Und da stand ich echt so hier. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oh, ist leer. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Also es ging die ganze Zeit so. Das war super nervig. Hier geht es jetzt wenigstens hoch. Das heißt, der wird relativ schnell den ganzen Stack haben können. Und dann kann ich auch mal 2 Minuten aufs Klo oder sowas. Ah, was wird der für Stats haben? 1800 Leben. Boah, ist, glaube ich, ganz okay für so ein Vögelchen. Melee Damage ist relativ hoch und Movement Speed auch schon. Ja, Food haben die irgendwie immer hoch. Also, das habe ich noch nie verstanden. Immer, wenn, egal was du zähmst, Food haben sie immer hoch. Baby Elbow. Schön. Moment. Kleiner Mann. Nicht rumlaufen. Hallo? Ich habe gesagt, nicht rumlaufen. Und der ist weiß. Oh, wie süß. Der ist so süß. Warte, ich leg mich mal hin. Mach mal aus. Der ist doch total niedlich, oder nicht? Aber sowas von. So, jetzt ist er endlich stehen geblieben. So. Ah, seht, jetzt hat er schon 11. Also, wir sind schon bald beim ersten Stack. Der ist so niedlich. Kleiner als ein Kompi. Ich finde den süß. Ich finde den total süß. Aber die sind eigentlich immer süß, die kleinen Tierchen. Die sind eigentlich immer total süß. So. Nochmal nachfüttern hier. Ah, seht, jetzt hat er schon 12 Essen. Also das geht doch dann ganz gut. Ich glaube, ich kann mich auch wieder... Ich kann... Hallo? Ah, jetzt. Ich konnte gerade irgendwie nicht aufstehen. Ich weiß, ich gucke gerade auf den Timer und auf die Preview. Es ist total langweilig. Ich würde sagen, wir machen hier einfach nochmal einen Cut. Und wenn der Kleine ein Juvenile ist, dann melde ich mich nochmal wieder und dann gucken wir mal. Also es ist halt so, ja, ich würde sagen, machen wir das einfach so. Ich höre jetzt auf, hier groß zu reden. Also Freunde, wir sehen uns gleich, wenn Elbow... So Freunde, da bin ich wieder. Der Kleine ist tatsächlich ein Juvenile geworden. Es hat jetzt, ich glaube, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Ich habe dem schon mal das Inventar leer gemacht. Der hat sein ganzes Futter. Das habe ich jetzt hier reingepackt. Und wie ihr seht, also ich war kurz mit dem kleinen Rex unterwegs, habe ein bisschen Fleisch geholt, einfach nur, damit der Kleine hier wirklich gut versorgt ist. Und den Rest packt man nämlich jetzt einfach hier rein. So. Okay, da ist sogar noch Platz, das heißt... Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach losziehen, werde noch ein bisschen Futter sammeln, werde noch ein bisschen Metall farmen, so alles Mögliche. Aber das seht ihr jetzt leider nicht, weil wir sind am Folgenende angelangt, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie viele Minuten ich jetzt habe. Ist aber auch egal, wenn es nur 18 sind oder 17 sind, ist es halt mal eine kürzere Folge. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute leider etwas langweiliger, nicht so viel Action. Aber wir haben... schon einen kleinen Terrorvogel. Und da bin ich super stolz drauf, weil, guck mal, der ist so süß. Der ist einfach, der ist echt so niedlich. Oder? Findet ihr nicht? Guck mal, der ist doch total süß. Der ist doch echt total süß. So, Freunde, aber wie gesagt, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Ark und... Ich überlege mir dann mal, was ich mache. Ich weiß es noch nicht genau, aber wir schauen einfach mal. Also Freunde, bis zum nächsten Mal und...